Hallo ihr Lieben, hier ist eure Andrea. Heute habe ich hier das wasserdichte Endoskop mit Kamera für 69,99 Euro. Das möchte ich euch gerne vorstellen. Daher habe ich schon ein bisschen Vorarbeit geleistet. Ich habe es schon ausgepackt. Hier ist noch die Audiofunktion. Man kann die Kamera natürlich mit einem Fernseher anschließen, um so ein größeres Bild zu haben. Anbei haben wir noch ein Zubehör von verschiedenen Instrumenten wie einen Haken, einen Magneten und einen Spiegel. So können wir, wenn wir schon mal in einem Rohr oder sonst wo sind, noch verschiedene Sachen erledigen. Ich habe hinten schon die 4 AAA-Batterien eingelegt, denn damit wird dieses gute Stück betrieben. Die sind schon drin, schön mit Schlaufe, damit man sie auch alle gleichzeitig wieder entfernen kann. Wir haben hier eine 2,3 Zoll Farb-LED-Bildschirmkamera. Also die Kamera hängt hinten drin. Sie hat 0,3 Megapixel und eine Auflösung von 640 x 480. Ich finde, das Bild ist eigentlich recht gut. Die Durchmesser von der Kamera ist 0,8 mm. Und jetzt schauen wir mal an, was dieses gute Stück kann. Hier machen wir einmal an. Länger drücken. Okay. Jetzt sieht man schon hier das Bild von meinem Fenster. Ich möchte euch gern noch die Funktionen hier erklären. Wir haben die erste Taste ist für den Kontrast. Das heißt, die Helligkeit einstellen, die man benötigt. Bei der zweiten kann man das Kameralicht einschalten. Das zeige ich euch mal so. Denn wenn man in welchen Rohren auch immer rummacht und da jetzt schauen möchte, braucht man vielleicht auch mal Licht. So, hier können wir noch die Kamera wechseln, aus welchem Winkel man schauen möchte. Und hier ist der An- und Ausknopf. Ich habe das schon verbunden. Hier wird es einfach eingesteckt und zugeschraubt. Jetzt zeige ich euch mal das Bild. Ich glaube, den Kontrast muss ich ein bisschen ändern hier. Es ist übrigens ein Farbbild, was ich echt toll finde. Der Arm ist komplett flexibel und lässt sich überall hinbewegen. Somit kann man beim Auto oder in Rohrleitung schauen, was auch immer das Ärgernis dort ist. Schauen wir mal hier auf das Stuhl. Ich habe jetzt das Bild verkehrt eingestellt. Hier sieht man noch mal, wie man das verstellen kann. Ich finde, das Bild ist eigentlich recht klar und man wird in Leitung auch das finden, was man braucht, um diese wieder frei zu bekommen. Oder im Motorraum, in irgendwelche Ecken. Mein Mann ist begeistert, er möchte alle Ecken im Motor bzw. im Motorraum beschauen und begucken. Wie das Rohr bzw. das Endoskop hat eine Länge von 1 Meter, das heißt 1 Meter kann man einfügen und einführen, um irgendwo etwas zu schauen. Ja, der Hersteller gibt 1 Jahr lang Garantie auf dieses Gerät. Und wir haben die Maße von 31 x 8, 20 x 4 und 6,4 cm. Im Ganzen ist es leicht und sehr handlich. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen und ihr könnt euch gerne noch meine Rezension anschauen und durchlesen und vielleicht hilft es euch ein wenig weiter. Wir hören und sehen uns das nächste Mal. Ciao, ciao, eure Andrea.